Run and Jump des SCC Berlin. Hier ist der Name Programm. Am Sonntag drehte sich nämlich alles um Sprinten und Springen. Die Teilnehmer hatten die Möglichkeit, ihre Leistung in verschiedenen Übungsdisziplinen wie 30 Meter fliegend, 60 Meter Sprint, Dreierhopp oder dem 10er Sprunglauf zu messen. Bis auf den 60 Meter Sprint handelt es sich dabei nicht um Wettkampfdisziplinen, sondern Übungen, die verschiedene Eigenschaften wie den maximalen Speed, Schnellkraft oder Sprungkraft messen. Das ist es, denke ich mal, auch heute kann man es ja sehen, ein beliebter Wettkampf, um ja, das eben jetzt vor der Wettkampfsaison, vor der Hallensaison, einen guten Monat vorher schon mal zu testen. Alisa Schmidt vom SCC hat ein sehr erfolgreiches Jahr hinter sich. Bei der U23-EM holte sie über die 400 Meter die Bronzemedaille und hat natürlich auch für das kommende Jahr große Ziele. Heute beim Run and Jump lief es jedenfalls schon mal super für die Berlinerin, eine persönliche Bestleistung inklusive. Also für den ersten Wettkampf bin ich wirklich sehr zufrieden. Ich bin über 30 Meter fliegend eine 3,22 gelaufen. Das ist für mich Bestleistung, genauso wie auch über die 60 Meter eine 7,77. Das ist wirklich eine deutliche Steigerung, die wir jetzt im Kurzsprint erzielt haben. Bei den Herren war mit Emil Agiekum ebenfalls ein U23-EM-Bronzemedaillengewinner mit von der Partie. Er startet im Gegensatz zu Alisa Schmidt jedoch über die 400 Meter Hürde. Im 60-Meter-Lauf am Sonntag hatte dann aber ein anderer die Nase vorne, James Adebola vom OSC Potsdam. Der gerade einmal 17-jährige Kurzstreckensprinter setzte sich gegen die Konkurrenz durch und schaffte die 60 Meter in 6,97 Sekunden. Auch für das kommende Jahr hat er große Ziele, und zwar die Qualifikation für die U20-WM in Nairobi. Ich bin ein bisschen verkrampft gelaufen, aber trotzdem mit einer 6,97 auf den ersten Platz gekommen. Nächstes Jahr habe ich eine Weltmeisterschaft vor mir. Heute hatte ich einen guten Wettkampf, neue PB über 30 Meter fliegend. Das war dann auch der vorletzte Wettkampf dieses Jahr. Und fürs nächste Jahr nehme ich mir vor, auf jeden Fall die Teilnahme bei Olympia. Große Vorsätze für das kommende Leichtathletikjahr sind auf jeden Fall schon einmal gesetzt. Und mit den heute erbrachten Bestleistungen steht einer erfolgreichen Hallensaison ja auch nichts mehr im Wege. Wir wünschen allen Athleten einen guten Rutsch und viel Erfolg beim Erreichen ihrer sportlichen Ziele im kommenden Jahr.